Hallo meine Lieben, hier ist wieder ein neues Video von mir und eine Zuschauerin hat sich gewünscht, dass ich mal so ein wie trägt man Lippenstift richtig auf Video mache und ich habe mir gedacht, ich mache einfach eine Videoreihe zu Make-up Basics, also wie man verschiedene Sachen aufträgt, worauf man achten muss, Pipapo, alles was darum gehört und dieses Video geht ums Thema Lippenstifte. Ich benutze hierfür einen Lippenstift von Yves Saint Laurent. Und zwar ist das so ein wunderschönes Pink. Tada! Und ich denke, dass man es einfach bei so einer knalligen Farbe am besten sehen kann. Ihr könnt das natürlich mit jedem beliebigen Lippenstift machen. Und erstmal was zum Lippenstift. Welche Farbe ist für mich richtig? Das ist schwierig zu sagen, weil da müsst ihr einfach ausprobieren. Klar gibt es Leute, denen stehen mehr kalte Töne und manchen Leuten stehen mehr die warmen Töne. Aber das ist wirklich eine Sache, die müsst ihr ausprobieren. Und da kann ich euch wirklich nicht helfen. Da müsst ihr einfach mal ein bisschen rumprobieren oder in der Drogerie nachfragen, ob euch mal jemand berät. Und ja. Zur Lippenstiftkonsistenz und so, da solltet ihr vielleicht drauf achten, wenn ihr extrem spröde Lippen habt und die so ganz trocken sind, dass ihr vielleicht keinen Lippenstift nimmt, der das nochmal verstärkt. Das ist nicht ganz so sinnvoll, aber sonst müsst ihr bei Lippenstiften eigentlich nicht großartig aufpassen. Okay, dann trage ich den hier mal mit euch so zusammen auf, wie ich meinen Lippenstift immer auftrage. Also ihr könnt natürlich sehr gerne mit einer Lippenbase anfangen. Ich habe hier von MAC diesen Prep and Prime, Lip Prime, irgendwas, was weiß ich, eine Lippenbase. Muss ich aber ehrlich gestehen, benutze ich kaum und benutze ich auch jetzt nicht, weil ich einfach mal annehme, dass die meisten von euch keine Lippenbase haben. Man kann auch eine Eyeshadowbase nehmen, aber ich persönlich finde so eine Base ist ein bisschen überbewertet und ich lasse die meistens einfach weg. Ich fange dann mit dem Lip Liner an. Der hier ist von Yves Saint Laurent. Und der hat nicht genau die gleiche Farbe wie der Lippenstift, das ist aber nicht schlimm. Das hier ist ein bisschen dunkler, aber ich finde, das wirkt mit dem Lippenstift richtig toll und es muss auch nicht immer die gleiche Farbe sein. Und zwar fange ich jetzt an, meine Lippenkontur nachzumalen. Wenn ihr die Lippen ein bisschen größer schminken wollt, könnt ihr die auch ganz leicht übermalen. Aber bitte nicht zu krass, wir wollen es noch ein bisschen natürlich halten. Und ja, ich fange dann mal an. So, ihr habt gesehen, ich habe hier vorne so ein kleines X gemacht. Könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Achtet nur darauf, dass ihr vor allem die obere Lippe ja, immer von außen nach innen malt. Dann kriegt ihr dieses obere Herz hier viel schöner hin. Jetzt nehme ich wieder den Lip Liner und male die komplette Lippe damit aus. So, jetzt habe ich natürlich schon farbige Lippen, aber der Lippenstift ist noch nicht drauf. Und jetzt trage ich den Lippenstift auf, der ist auch von Yves Saint Laurent. Den habe ich euch ja am Anfang schon gezeigt, dieses tolle Pink. Da achtet ihr jetzt auch drauf, von außen nach innen auftragen.
So, und wenn ihr jetzt irgendwo ein kleines bisschen übermalt habt, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann nehmt ihr einfach so Wattestäbchen. Meine haben jetzt hier eine runde Seite und eine spitze Seite. Ihr könnt aber auch ganz normale nehmen. Und dann korrigiert ihr das. So, ich bin mit dem Ergebnis jetzt eigentlich ganz zufrieden. Wir wollen aber nicht, dass der Lippenstift auf die Zähne geht. Das sehe ich bei so vielen Leuten und das sieht so schrecklich aus. Und dafür gibt es einen Tipp. Der erste Tipp ist, ihr nehmt euren Daumen, nehmt ihn in den Mund und zieht ihn wieder, macht dann Unterdruck im Mund und zieht ihn wieder raus. So, jetzt ist nämlich alles, was eigentlich bei euch an den Zähnen wäre, quasi was innen, ein Mund von Lippenstift ist an eurem Daumen dran und das wäre später sonst an euren Zähnen. Also bitte macht mal auf jeden Fall diesen Trick. Und der zweite Trick ist, ihr nehmt einfach ein Stückchen Klopapier oder ein Taschentuch und macht einmal so. Und dann seht ihr auch, hier ist ein kompletter Mundabdruck drauf und ich habe trotzdem noch genug Lippenstift auf den Lippen. Oder der letzte Trick, den zeige ich euch jetzt auch noch. Dafür braucht ihr ein Pinselchen und ein durchsichtiges Puder oder auch ein Gesichtspuder könnt ihr natürlich auch nehmen. Und das hier ist jetzt so ein loses Puder. Ist aber komplett egal, ob Kompaktpuder oder ein loses Puder. Macht ein bisschen was auf den Pinsel. Pinselt euch ein bisschen was auf die Lippen. Das setzt den Lippenstift quasi. Also es ist jetzt ein Setting. So. Und jetzt sind die ja komplett matt. Und wenn ihr die jetzt wieder shiny haben wollt, könnt ihr entweder Lipgloss drauf machen oder ihr macht einfach noch eine Schicht von dem Lippenstift drauf, was ich jetzt mache. Und dann sind wir auch schon fertig. Guckt, dass das Puder weg ist, dass man davon nichts mehr sieht. Das kommt sonst, glaube ich, nicht so gut. Und dann sind wir fertig. So einfach lässt sich Lippenstift auftragen. So trage ich meinen Lippenstift auf. Ich hoffe, ihr konntet von den Tipps euch ein bisschen was abschauen und vielleicht hält der Lippenstift bei euch jetzt auch länger. Und ja, schaut euch auf jeden Fall die anderen Videos dieser Videoreihe an. Da werden noch mehr kommen, das hier wird allerdings mein erstes sein. Und seid gespannt auf die nächsten Videos und abonniert mich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!